Alle Fischland-Fans aufgepasst. Mit Augenblicke in gemalten Bildern gebannt, folgt im Haus des Gastes Ostseebad Wustrow die nächste Ausstellung mit maritimen und ortsbezogenen Motiven. Dabei setzt Künstlerin Hanna Bender ganz auf die Inspiration, die ihr der freie Himmel über dem Landstrich zwischen Meer und Bodden darbietet. Mir laufen die Motive vor die Füße sozusagen oder vor die Augen. Also ich gehe nicht gezielt los. Ich habe immer meinen Skizzenblock dabei und da wird festgehalten, was mich gerade anguckt. Dabei stelle ich fest, dass ich diesen Bakelberg x-mal als Skizze habe und es wird immer wieder anders. Also ich plane nicht. Das sind ja immer Augenblicke, die mich anfassen. Wenn ich das Bild da zum Beispiel, dieses herbstliche, dann, oder dieses farbige, dann ist es, erinnert es mich, als wir aus Teterow nach der Geburt unserer ersten Enkelin zurückfuhren, war die Landschaft eben in diese Farben getaucht. Dann sind das so Momente, die einen verbinden mit familiärem. Und familiär zog es Bender schon immer auf das Fischland. In Hinterpommern aufgewachsen, studierte sie Germanistik und Kunsterziehung in Greifswald. Später arbeitete sie 30 Jahre lang als Lehrerin an einer Körperbehindertenschule in Rostock. Schon während dieser Zeit hat sie das Fischland immer mehr kennen und auch lieben gelernt. Seit dem Jahre 1960, 61, als meine Eltern, das heißt, mein Vater hier die Landarztpraxis übernahm. Hatten wir die Möglichkeit, in den Ferien hier bei den Eltern Urlaub zu machen. Und seit der Zeit liebe ich das Fischland. Naheliegend, dass es für Bender später dauerhaft auf die Halbinsel ging. Und dies spiegelt sich jetzt auch in ihren Werken wider. Rund 30 Bilder aus gut 30 Jahren zeigen ihre Verbundenheit zum Ort. Das Fischland ist jetzt meine Heimat, mein Umfeld, wo ich jeden Tag an die Luft kann, mit dem Fahrrad unterwegs sein kann, die Orte ringsum Wustrow besuche und die Menschen, die hier leben. Ich genieße es. Du hast alles nah beieinander. Du triffst die Menschen, die du treffen willst oder mit denen du was bereden willst auf der Straße. Also es ist dieses familiäre, kleine und meine täglichen neuen Erlebnisse. Das gefällt mir hier. Zur Aquarellmalerei in der Natur oder zu Hause kam das Malen mit Acrylfarben. Dabei entstehen auch mal Collagen mit Fundstücken vom Spaziergang. Einige Seherlebnisse, so Bender, wie zum Beispiel gefundene Strandhölzer, sprechen mit der Künstlerin und lassen sie die Kunst als Vision betrachten. Als Vision, die aus der Natur und der erlebten Umwelt gespeist wird. Zudem sieht Bender die Kunst auch als Interaktion, als Begegnung und Austausch mit dem Betrachter. Nicht fern, dass sie dabei auch an die Menschen appelliert. Wenn ich am Wasser bin, stelle ich fest, dass die Leute entweder das Handy vorm Mund haben oder den Fotoapparat in die Gegend halten oder Selfies machen und dabei keinen Blick aufs Meer haben oder kein Ohr fürs Geräusch der Wellen. Das fällt mir auf. Es geht das Genießen ohne technische Hilfsmittel. Einfach mal die Ruhe, das Umfeld zu genießen. Zu jeder Jahreszeit, zu jeder Tageszeit. Bis Ende Juli 2022 können die Werke von Hanna Bender im Haus des Gastes Ostseebad Wustrow bestaunt und, wer mag, käuflich erworben werden.